Servus, hallo und herzlich willkommen zurück bei House Flipper Boy. In der letzten Folge haben wir einen Teich Skylla eingelegt. Wir haben ein wenig Rasen gemäht, wie man sehen kann. Und wir haben unser Büro ausgeweidet und gestrichen. Und hier haben wir Fliesen gekauft, die wir aber leider nicht benutzen können. Dementsprechend schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Auftrag haben, der das Ganze regeln könnte. Neue Wand, jemand muss sich in der Wand wagen. Geld ist kein Problem. Oh, ich bitte um Hilfe, Geld ist kein Problem. Notwendiges zweites Bad, Badezimmer und Werkstatt. Notwendiges Bad machen wir mal. Weil ich will hoffentlich diese Fliesen dran machen, dass wir das machen können. Egal. Guten Tag, ich habe ein großes Haus gekauft, doch ein zweites Bad ist dringend angebracht. Ich habe das aber erst nach einer Woche gemerkt und weiß, dass ich es längst nicht aushalte. Eine Küche ist ein Raum, der sich dafür ideal eignet. Da müssen sogar alle Anschlüsse sein. Ach ja, die Wände in den Schlafzimmer müssen auch gestrichen werden. Och nö. Viele Grüße, Eduard Untreu. Ja, das ist ein untreuer Mann, du. Und die Alten mögen hier Pflanzen. Ich liebe auch Pflanzen. Ich bin ein, ich sammle getrocknete Rosen. Klingt das komisch bestimmt. Nee, weil, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie in getrockneter Form sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Modifizieren Sie die Wände. Und die Wand muss raus. Was haben wir für neue Sachen? Abreißen, Fliesen, Stütze, okay. Ich habe früher tatsächlich nie Sachen wirklich abgerissen, von daher habe ich das irgendwie auch verdrängt aus meinem Kopf. Die muss auch raus. So. I came in like a wrecking ball. Und nochmal drauf. Und nochmal. Und nochmal Sharon. Sharon, der Vorschlaghammer. Doch, das klingt geil. Oh, ich habe die falsche Mauer angerampelt, glaube ich. Oder? Ist alles noch dran? Hier ist noch was. Da ist noch was. Und hier. Ich habe Angst, zu viel wegzumachen. So, die Wand hier ist weg. Die fehlt noch. Bis hierhin? Ja. Perfekt. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir easy hin. Das Streichen mit eher das Problem. Ich hoffe, können wir ein Hotkey fürs Streichen machen, bitte? Schnelleres Abreißen, verbesserter Hammer, Leistung gesteigert um 5%. Boah, Hammer verbessern. Ja, das ist jetzt die immer noch. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Wie habe ich den Hammer genannt? Hä, ich habe ihn vor gefühlt 30 Sekunden benannt und ich weiß den Namen schon nicht mehr. Desiree, ne? Was, Desiree? Das ist eine Bad von dem Typen. Das, was hier gemacht werden soll. Das wollen wir alles verkaufen. So, müssen wir hier schon mal aufdrehen. Zack. Was haben wir da rein muss? Ich glaube, das ist ein Waschbecken, oder? Spülbecken, genau. Toilette, Dusche. Oh, jetzt müssen wir auch aufdrehen. Das ist schon offen. Dann tun wir jetzt alles einfach rein. Shop. Badezimmer. Ich frage mich, ob es was ausmacht, wenn wir die teuren Sachen nehmen und wenn wir die billigen Sachen nehmen. Also zwecks, bekommen wir mehr Geld, wenn wir teure Sachen machen, oder bekommen wir einfach nur das gleiche Geld? Das würde mich stark interessieren. Müsste ich mal nachschauen. Weil wenn es für teure Sachen auch mehr Geld gibt, dann nehme ich gerne die teuren Sachen. Verständlich, ne? So, dann hier noch zu. Und da das da dran. Rein mit dir und rein mit dir. Und dann kommt da der Stöpsel. Und da der Stöpsel rein. Da wird zugedreht. Da wird es reingestöpselt. Stöpsel. Das ist auch einer meiner Lieblingswörter.
tatsächlich, einfach weil ich es nur so lustig finde, Stöpsel. Ein Stöpsel. Was ein Stöpsel. Irgendwann mal so eine Kinderserie. Da hatte einer den Maulwurf immer Stöpsel genannt. Ich hab das gehört und hab's einfach gefeiert. Ein Maulwurf und Stöpsel nennen, das ist so cool. Erdstöpsel. So, Toilette hier, hallo. Ja, das ging jetzt aber schnell. Reindrehen. Das hier auch rein und das hier. Oh, ich weiß noch mal, die Dusche, die hat mich immer am meisten irritiert vom Aufbauen, glaube ich. Das hier rein. Dann da rein stöpseln. Da rein. Glasscheiben. Die muss mit rein. Die muss reingedreht werden. Dann kommt hier der Wasserhahn hin. Der zugedreht werden muss. Das hier, dann die Seite. Da kommt was ran. Da wird's reingeschraubt. Das ist immer so ultra viel, was man da machen muss. Und hier geht das alles noch in schnell. Jetzt überleg dir mal, du musst so eine Dusche alleine selbst aufbauen. Ich würde das Haus dir direkt verlassen und mir denken, nee, ich glaube, ich dusche hier nicht mehr drin einfach. Es ist halt so unfassbar stressig, das hier zu machen. Das Anklicken, diese Einzelsachen. Vor allem, ich kann nicht glauben, wenn man das selbst macht, da wird nie im Leben kriegt man das genauso gut hin. Da wird man doch mindestens zwischendrin 30 Mal verzweifeln. Wird einen Heulkampf kriegen und wird sich denken, nee, ich mag nicht mehr. So, sie ist fertig. Ach nee, jetzt müssen wir noch Fliesen legen. Und einen Spiegel anbringen. Machen wir erst den Spiegel. Spiegel. Sonstiges. Ganz stinknormaler Spiegel. Ein großer Spiegel sogar. Ist der mittig? Nee, der ist nicht mittig. Jetzt hat... Sieht so leicht nach links aus. Aber da ist es zu weit nach rechts. Nee, das nervt mich. Wandfliesen aus Keramik grau und Keramikfliesen grey. Was? Keramikfliesen, okay. Keramik. Fliesen grey. So. Jetzt wollen wir noch die gleichen Wandfliesen. Nee, nicht abreißen, oh Gott. Wände. Wandfliesen. Grey. Mr. Grey. Hier. 50 Shades of Grey. Nehmen wir da zwei Packungen. Laminat verlegen. So. Oh mein Gott. Gott, dauert das langsam. Oh mein Gott. Komm, und nochmal. Ah, das, spürt ihr, das ist wie, wenn man andere Leute sieht, die gerade bei irgendeiner Zeitschrift in der Hand haben und dann ihren Finger ablecken und dann, hier so ablecken und dann tun sie die Seite umdrehen. Und da ist es dran. Ah, oh, das sieht man noch gern. Und nochmal. Ah, schön. Ich hätte das, glaube ich, noch nie gemacht. Noch nicht mal probiert. Aber ich das... Man sieht's und denkt sich nur so, das will ich nicht machen, das will ich nicht machen. Ach Mann, dann kriegen wir da einen Fähigkeitspunkt. Bitte schnell. Ich will mein eigenes Haus machen. Home, sweet home. So, die eine Wand muss doch eigentlich reichen. Natürlich nicht. Dann machen wir die auch noch.
Müssen wir sonst eigentlich noch was in dem Haus machen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Soll bloß die komischen Wände hier fertig kriegen und ich komme da nicht ran. Doch. Doch, das müsste... Müssten doch eigentlich... Nee, das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Oh, und ich dachte, wir haben hier einen leichten Job gefunden. Ewig diese Wände hier voll machen und dann noch das Schlafzimmer neu. Nicht schön. Ich weiß auch nicht, ob ich bei Hauslippe irgendwas Speed machen sollte. Also so. Speedbuilding. So, schneller. So. Sind jetzt schon gekönter. Die können das jetzt schneller umswitchen, die Seite. Und hier. Flapp. Und noch an die Wand. Nee, ich weiß aber nicht, ob ich hier ein Speedbuild machen sollte, auch wie bei Planet Coaster. Oder eben nicht. Weil ich finde, bei Planet Coaster ist das alles so eine richtige Feinfutzelei und ich suche ewig nach Sachen. Obwohl ich hier eigentlich glaube, dass das schneller geht. Vor allem bei den Aufträgen halt. Deswegen bin ich mir da unschlüssig, einfach wie ich das machen sollte. So, eine haben wir noch. Das müssen wir schon wieder neue kaufen. Was wollte denn der noch für welche? Wollte der Dark Grey? Aus Keramik Grau. Grey, okay. Graues Quadrat, gibt's nur Grau. Da ist Grey. Ich glaube, ich soll einfach alles in Grau machen. In diesem Early Grey. Kommt auch mal wieder. Warte mal, wir haben für 60% habe ich 2 gebraucht. Dann brauchen wir noch eine und eine halbe, würde ich mal sagen. Aber ich will erstmal noch eine kaufen, eventuell. Aus irgendeinem Wunder reicht das dann eventuell doch. Eventuell. Ich sage übrigens diese... Wenn ich irgendein Wort öfter als... Sagen wir mal 3-mal wiederhole, dann ist es schon wieder extra. Aber davor... Da. Ich weiß nicht, ob das so ein leichtes Stottern irgendwie drin. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das angewöhnt habe. Irgendwann mal habe ich dann angefangen. Und habe angefangen zu stottern. Wow. Also nicht, das ist kein Stottern, das ist einfach wie Jacob Tutu, wenn den noch jemand kennt. Einfach Sachen doppelt sagen. Oh, das war so eine coole Serie. Jacob Tutu. Hat auch alle Sachen immer doppelt gesagt. Aber bei dem war es noch schlimmer. Und er hat es auf eine andere Art und Weise gemacht. So. Warum haben wir nur 86%? 88%? Ah, weil wir... Oh. Ich verstehe. Ach komm, das ist bloß eine halbe Fliese. Halbe Fliese. Und dann nimmt er das ganze Ding und spachtelt das dahin. Das andere, das verschwindet einfach an der Wand. So. Oh, das müssen wir gar nicht machen. Das habe ich auch so Sinn. Was verschwendet? Beschmutzt. Apropos beschmutzt, sieht irgendwie leicht schmutzig aus. Also diese Fliesen. Sie haben zwar was, weil sie so ein bisschen... So was gerade Marmormäßiges leicht haben. Aber größtenteils wirken sie einfach nur dreckig. Aus dieser elendigen Badezimmerkrise. Wie viel, warte mal, stopp. Wie viele Zimmer müssen wir denn streichen? Hier müssen wir nichts machen. Hübsches Bild. Nein! Haben die 2 Küchen? Nee. Da hat er gerade eben 2 Küchen. Alle Nein.
No. Das ist doch nicht mehr schön. Oh Mann, wer macht denn sowas freiwillig? Ich mach sowas freiwillig. Ich mach sowas eigentlich auch gerne freiwillig. So, hier einmal. Der Blauton ist viel schöner als der. Um meinen Senf da nochmal ein bisschen dazu zu geben. So, da passt es auch hier schön zu deiner Pflanze, die du da aufgestellt hast, Herr Untreu. Ich hoffe, deine Frau wird sich darüber freuen, falls du überhaupt noch eine hast. Der Name lässt mich das bezweifeln. So, die wollen, dass die diese Ecken auch gemacht werden, ne? Ja, klar. Was wäre es denn, wenn es nicht so wäre hier, ne? So, das hier unten auch noch. Und noch ein bisschen füllen. Rein mit dir da oben hin. Stück für Stück wird die Wohnung blau. So, wieder ein wenig Farbe benutzen. Hier, plopp, plopp. Dann kommt die Seite hier. Einkommen 5000 kriegen wir dann. Ich frage mich, wie das auch berechnet wird, dass, wie man das Geld bekommt. Hat es auch was damit zu tun, wie lange man braucht? Ich glaube nicht. Oh Gott, stell dich vor, du musst jetzt auch noch Speed färben und so ein Zeug machen. Das wäre ja grauenhaft. Oh Mann. Ich würde mal sagen, ich beende hier mal dieses Haus hier. Da gibt es nämlich eh nichts mehr so Interessantes zu sehen. Ich werde das Haus hier machen und dann werde ich... Oh Gott, fast bin ich vom Stuhl gefallen. Ich werde hier alles streichen, werde es hübsch machen. Aber werde schon mal sagen, dass ich jetzt an der Stelle die Folge beenden werde und dann offline das Ganze hier machen werde. Da werden wir in der nächsten Folge dann auch schön eigene Sachen weitermachen können. Dementsprechend werde ich mal sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.